Auf der vierspurigen Main-Neckar-Linie sind unterdessen zwei der vier Bahngleise ohne Verzögerung befahrbar. Durch die bis zum heutigen Abend andauernden Reparaturarbeiten kann es noch zu Verspätungen bei den Regional- und Fernzügen kommen. Der S-Bahn-Verkehr läuft wohl ohne Störung. Das abgestürzte Kleinflugzeug ist unterdessen geborgen worden. Sachverständige untersuchen es in einer Wartungshalle auf dem Egelsbacher Flughafen. Bei dem Absturz hatte die zweimotörige Maschine nach dem Start zu wenig Höhe gewinnen können und war gegen einen Mast geprallt. Eine 65-jährige Frau wurde tödlich verletzt. Ihr Ehemann, der Pilot, liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Zur Unfallursache gibt es bis jetzt noch keine Erkenntnisse.